Zum Countertenor bin ich eigentlich durch Zufall gekommen. Es gab immer wieder Zufälle in meinem Leben. Der Zufall, dass ich geboren wurde in Kietrich im Rheingau, einem kleinen Weindorf, das eine Tradition von mehr als 700 Jahren hat, eines Knabenchors, in dem jeden Sonntag gregorianischer Choral gesungen wird, in einem bestimmten Dialekt, das heißt in einer bestimmten Art und Weise, die früher dort im ganzen Bistum Mainz üblich war und die heute mit einer Sondergenehmigung des Vatikans nur noch bei uns im Dorf gesungen wird. Und der Zufall wollte es, dass mein Großvater, mein Vater, mein älterer Bruder alle in diesem Chor schon gesungen haben. Also bin ich natürlich auch in diesem Chor zu den Kietricher Chorbuben. Ein Jahr hat mein Vater sogar diesen Chor noch ehrenamtlich geleitet, bis das Bistum einen neuen Chorleiter gefunden hatte. Das war der Rainer Hilkenbach, bei dem ich dann anfing, im Alter von 7 Jahren in diesem Knabenchor zu singen. Und der Stimmbruch kam mit 13, 14. Und dann wiederum ein Zufall. Wir hatten eine Stimmbildnerin, die einmal in der Woche Einzelstunden gab und die sagte, Mensch, die Kopfstimme bleibt einfach. Jetzt bist du 13, 14, 15, 16. Das ging immer weiter. Lass uns mal schauen, ob wir die Kopfstimme behalten können. Und unter Aufsicht dieser Stimmbildnerin habe ich praktisch meine Kinderstimme in den Countertenor gebracht. Die hat sich natürlich dann verändert, aber es ist für mich eigentlich die ununterbrochene Fortsetzung meiner Kinderstimme, der Countertenor, also meiner Kopfstimme. Aufgehört in der Kopfstimme zu singen und bin so, also das war dann der Schritt und dann mit 17 konnte ich das immer noch, dann wurde zum ersten Mal auch gesagt, vielleicht kannst du Countertenor studieren. Da habe ich zum ersten Mal überhaupt diesen Begriff gehört und dann auf Empfehlung eines Countertenors, Herbert Klein, dem ich vorgesungen habe, bin ich dann nach Basel zum Studium und habe dann letztendlich auch Barockgesang im Hauptfach Countertenor studiert. Zu Beginn meiner Karriere oder als ich anfing, Konzerte zu singen, war der Countertenor noch so was sehr Exotisches. Viele Leute hatten das noch nie gehört und die Erwartung ist wohl eine andere, wenn ich auftrete und man weiß nicht, mit welcher Stimme singt, da erwarten die Leute eher einen Bariton, würde ich mal sagen. Und wenn dann so eine hohe Stimme kommt, manche nennen es dann noch eine Frauenstimme, weil das natürlich hoch gleich Frau und so weiter, also diese Klischees. Und dann gab es da durchaus auch Leute, die gelacht haben, die das komisch fanden. Es war ganz klar, dass es natürlich auch viele Männer verunsichert hat, die das nicht maskulin fanden. Und wie kannst du jetzt als Mann sowas machen? Ich wurde auch gefragt, ob ich Kinder habe, ob ich Kinder zeugen könnte. Also diese Sachen habe ich natürlich erlebt. Mich hat das jetzt nie besonders verletzt, weil ich bin mit mir selbst im Reinen mit dem, was ich tue. Ich weiß, warum ich Countertenor singe, wofür es für mich persönlich steht, für das Menschsein, für nicht ständig einen Teil meines Menschseins auszublenden, weil es gesellschaftskonform nicht passt, sondern der hochsingende Mann, der traut sich einfach so zu sein, wie er ist. Und das ist keine Travestie. Ich glaube, es ist die nächste Stufe. Es ist das Menschsein, das wir uns erlauben. Tenalecto.
Ich habe viele Ideen, was ich noch tun will, was ich noch machen möchte. Davon sind wenige oder keine Ideen dabei, die die alte Musik neu erfinden oder die Musikwelt revolutionieren, sondern es sind Sachen, die aus mir herausdringen, die ich realisieren möchte und ich hoffe, dass ich dafür dann auch ein Publikum finde. Das Rad neu erfinden, glaube ich, brauche ich nicht, möchte ich nicht, habe ich auch keine Ambition. Aber es gibt schon noch Projekte, auch gerade hier in Salzburg jetzt mit den Studenten, Musik, die ich gerne mit denen einstudieren würde. Ich habe in verschiedenen anderen Projekten auch schon dirigiert. Ich sage, ach, so eine Schütz-Weihnachtshistorie, Charpentier, Weihnachtsgeschichte als Weihnachtskonzert hier zu präsentieren, das wäre schön. Ganz klar, Bach-Kantaten muss ich unbedingt mit den Studenten und mit der alten Musikabteilung hier, mit dem INA, müssen wir unbedingt Bach-Kantaten spielen, regelmäßig, jedes Jahr ein Kantatenkonzert mit Chor und allem. Also da gibt es schon Sachen, die ich gerne machen würde, ja.